Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Interessanteste an der Einlassung von Herrn Baumann fand ich ja eben, dass er sitzungsfreie Wochen als Urlaub bezeichnet hat. Und ich glaube, ehrlicherweise, das stimmt auch, weil Herr Baumann ist nämlich in meinem Wahlkreis und ich sehe ihn da eigentlich nie aktiv. Weil er hat halt ziemlich viel Urlaub. Herr Präsident, meine Damen und Herren, nach geltender Geschäftsordnung sind Ausschusssitzungen grundsätzlich am Mittwoch sowie am Donnerstag und Freitag möglich vor und nach den Plenarsitzungen. Und auch am Mittwoch gilt eine Einschränkung. Zur Zeit der Regierungsbefragung finden keine Ausschüsse statt. Das ist richtig so. Wir brauchen die Regierungsbefragung für eine wirksame parlamentarische Kontrolle. Daran sollten möglichst alle Mitglieder des Bundestags teilnehmen können. Auch wir haben ein Interesse an einem gut gesetzten, lebhaften Plenum. Deswegen ist es auch bisher schon so geregelt, dass Ausschüsse parallel zum Plenum nur mit Genehmigung des Präsidenten möglich sind. Regelmäßig gibt es keine Zustimmung zu Sitzungen parallel zur Kernzeit. Es stimmt aber wohl, dass für bestimmte Ausschüsse Dauergenehmigungen für Sitzungen zur Plenumszeit gelten. Für die betroffenen Ausschussmitglieder kann das im Einzelfall ärgerlich sein. Aber, meine Damen und Herren von der AfD, was ist denn Ihre Lösung? Auf Wahlkreiswochen verzichten? Auf Urlaub verzichten, Herr Baumann? Eine Vielzahl von Ausschüssen überschneiden sich doch jetzt schon. Wenn wir die parallel zum Plenum tagenden Ausschüsse auch noch auf diese Zeit schieben, haben wir dann noch ein viel größeres Problem. Viele Abgeordnete sind in mehreren Ausschüssen Mitglied. Ich kann Ihnen da aus eigener Erfahrung berichten. In der letzten Wahlperiode war ich Mitglied im A&S-Ausschuss, im Rechtsausschuss und im Ersten Ausschuss. Wenn die alle drei immer zur gleichen Zeit getagt hätten, hätte ich meine Zeit ja wirklich nur noch damit verbracht, zwischen den einzelnen Sitzungen hin und her zu springen. Meine Damen und Herren, von der AfD, Sie erwecken gerne den Eindruck, ein schwach besetzter Plenarsaal wäre ein Zeichen für faule Volksvertreter. Das ist mitnichten so. Herr Schieder hat es gesagt. Wir sind ein Arbeitsparlament und die Arbeit und die Bilanz unserer Arbeit ist wahrhaft eindrucksvoll. In der letzten Wahlperiode gab es 13.705 Drucksachen, mit denen wir uns befasst haben. Dazu zählen Gesetzentwürfe, Anträge, Beschlussempfehlungen, Ausschussberichte, Unterrichtungen und Anfragen. Und da sind all die Stellungnahmen, die wir beispielsweise zu Anhörungen erhalten, nicht mitgerechnet. Es fehlen in dieser Bilanz auch die zahlreichen E-Mails und Briefe, die wir tagtäglich beantworten, und all die Gespräche, die wir jede Woche führen. Sie verkennen das parlamentarische Geschäft, wenn Sie denken, es reicht, sich auf dem blauen Stuhl niederzulassen und Zwischenrufe zu machen. Die harte Kernarbeit findet in den Ausschüssen statt. Hier braucht es unermüdliche und kenntnisreiche Sacharbeit an Gesetzentwürfen und Anträgen. Das ist zugegebenermaßen nicht Ihre Stärke. Gesetzgebung findet bei uns zentral in den Ausschüssen statt. Deswegen ist es so wichtig, dass dort möglichst alle Mitglieder anwesend sind. Das Plenum funktioniert dagegen auch mit nur einem Teil der Abgeordneten. Aber klar, für Sie, meine Damen und Herren der AfD... Herr Bartke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Für Sie, meine Damen und Herren aus der AfD, ist es natürlich attraktiver, im Plenum mit gefüllten Reihen Ihrer Fraktion das nächste Video für Facebook zu drehen. Ich gebe Ihnen einen Rat. Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit in den Ausschüssen. Ihre Reihen mögen dann nicht mehr bis zum letzten Platz gefüllt sein, aber Sie ersparen sich Blamagen wie die um die Diätenerhöhung. Da wollten Sie das Thema hier im Plenum für sich ausschlachten. Die Kollegin Hasselmann von den Grünen war es, die Ihnen dann ordentlich den Kopf gewaschen hat. Sie hat klargemacht, dass Sie Ihre Kritik schon im Ausschuss anbringen müssen. Dass Sie Ihre Kritik schon im Ausschuss anbringen müssen, wenn Sie Änderungen wollen. Das ist ganz offenkundig nicht Ihre Stärke. Meine Damen und Herren der AfD. Ich nehme an, dass Sie auch eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung der Kollegin Storch nicht gestatten wollen. Welcher Kollegin? Von Storch. Nein. Auch nicht. Nein. Meine Damen und Herren von der AfD, das Plenum ist Mittel zum Zweck und nicht der Zweck an sich. Aber ich gebe Ihnen einen Rat. Nutzen Sie die guten Ausschüsse, um gute Oppositionsarbeit zu machen. Und verlassen Sie sich nicht auf das Plenum als Showbühne. Danke Ihnen. Nächster Redner ist der Abgeordnete Friedrich Stratmanns für die Fraktion Die Linke.